Willkommen zurück zu New Super Mario Maker. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Part 8 ist das jetzt schon inzwischen. Und diese Tänzerinnen tanzen auch gleich mit, vor lauter Freude. Aber es ist nicht mehr so freundlich, wenn wir bedenken, dass wir wieder in der 100 Mario-Herausforderung auf schwer weitermachen müssen. Allerdings werden wir da, denke ich, bald durch sein, weil uns fehlen, wie viele Level fehlen uns jetzt noch? 2, ja. Es dürfte eigentlich klar gehen, deswegen lasst uns die mal schnell machen. Und wenn wir die schaffen sollten und noch Zeit haben, was ich hoffe, werde ich noch andere Community-Level reinbringen in den Part. Also hoffen wir, es kommen faire Level dran, ne? Dass noch Zeit für eure Level sind. Das Level hier ist The Unholy Castle, dritter Yoshi's Turn. Oder third Yoshi's Turn, auf Englisch. Und es sieht schon mal sehr unfair aus. Ein Blind Jump ist immer scheiße. Ich habe aber irgendwie Luck gehabt. Aber in dem Grafikstil hat man doch hier gar nicht Yoshi. Achso, man zockt Yoshi als Amiibo. Ah, okay. Nein! Mann, das war so naiv von mir. Dass ich genau in die Flamme reinspringe, das war echt naiv. Aber hier unten dürfte schon, ja, was sein. Nämlich der Yoshi-Pilz. Okay, er scheint zumindest mit den Items großzügig zu sein. Das ist schon mal gut. Sieht aber recht leer aus, das Level. Das ist ein bisschen schade. Es ist einfach nur hier so ein paar random Blöcke hin platziert. Mehr nicht bisher. Hoffentlich kommt da noch was. Das sieht mir aber eher nach einem Labyrinth aus. Oder wenn wir schon ein englisches Level spielen, sagen wir wohl eher Maze. Maze heißt hier Labyrinth, deswegen. Ich weiß schon, ich sollte eigentlich nichts sagen, ich mit meinem Amateur-Englisch, aber egal. Wir sollten wohl aufpassen. Mann, nee, komm. So viele Blind Jumps, das ist langweilig. Ich habe heute noch Besseres zu tun, also eben eure Level zu zocken. Was? Walls Mountain? Von Max. Ah, das sieht doch schon definitiv besser aus. Gut, eine Feuerblume zu Anfang muss ja nicht sein. Und ein Yoshi, also Vollausstattung. Aber naja, kann man ja mal machen. Vielleicht geht es dafür jetzt auch gleich umso härter ab. Das kann natürlich sein. Aber es sieht mir eher gerade nach einem Party-Level, aber nach einem Party-Level aus. Ich würde Yoshi ganz gerne behalten. Okay, hier ist Halbzeit. Man muss ein bisschen aufpassen, weil sonst wird man leichter von irgendwas gehauen, als man schauen kann. Ach, Yoshi bleibt da. Das wusste ich gar nicht. Den Fisch schnell verspeist. Okay, das ist random. Vielleicht sind da viele Leute gestorben, weil das so verwirrend und so viel auf einmal ist auf dem Screen. Nochmal Big Yoshi. Ah, da ist doch so ein Helm. Nehmen wir den mit. Helm ist immer gut. Jetzt sind wir eh so ziemlich krass. Da kann man nicht ausgestattet sein, wie wir gerade sind. Aber ich dachte, man kann den mit dem Helm bezwingen. Es hat jetzt cool eingebaut. Es hat gewirkt, wie wenn Yoshi einen Stampfer gemacht hätte und der Hammer Brawler dadurch gestorben wäre. Alter, das Level ist ganz schön lang. Zwei Halbzeiten. Aber bisher auch noch nicht sonderlich schwer. Oh, aber ich sehe jetzt schon. Jetzt wird es schon anspruchsvoller. Aber mit dem Helm sollten wir ganz sicher dran sein. Aber wir müssen hier wohl Yoshi opfern, ob wir wollen oder nicht. Ist schade, aber naja. Muss wohl sein. Oh, jetzt sind wir unbesiegbar. Ja, genau, unsichtbar. Nein, das war jetzt ein eigener Fehler. Okay, ich cutte euch mal kurz bis hierher. So, jetzt sind wir wieder hier. Zumindest glaube ich, dass es die Stelle war, weil ich hier wieder den Stern bekommen habe. Und deswegen. Ha, ist jetzt nicht passiert, oder? Ist nicht passiert. Hat mich da jetzt irgendein Trampolin wegge. Ja, ich will es nicht sagen. Ja, gut, dann. Da es eh nicht so lang ist, kann ich es ja mal zeigen. Das nehme ich eigentlich nur hier hoch. Hier abwarten. Also wie gesagt, eigentlich kein großer Akt hier. Dann hier nochmal abwarten, sonst. Ja, hättest du ja. Und dann hier halt den da mitnehmen. Und da der Stern. Der Stern ist gleich sogar notwendig, um über den Abgrund zu kommen. Jetzt musste man kurz aufpassen, weil
Das hätte einen ganz schnell zerstören können. Oh, ich habe gerade das Trampolin gesehen. Ah, schon wieder. Das ist echt knapp. Ey, was geht denn in dem Level schief? Was hat der Entwickler geraucht von diesem Level? Das ist so crazy. Und es will nicht enden. Oder ist hier jetzt das Ende? Ja, sieht so aus. Oder? Da oben sind wahrscheinlich die ganze Zeit Worms, die das ganze Zeug runterhauen mit so Paublöcken. Ist gut gemacht. Da haben wir es geschafft. Ist doch ganz okay gewesen, das Level. Es war zwar sehr viel im Bildschirm los, aber ist ja auch mal nicht so schlecht eigentlich. Ja, ein Stern. Okay, ich bin mal nett. Er kriegt ruhig einen Stern. Ich meine, es war jetzt auch kein unfaires Level. Es war, ach so, das soll eine Sie oder soll es näher darstellen? Er heißt zwar Max, aber das ist Mies, glaube ich, eine Sie. Ja, keine Ahnung. Oder er hat sich einfach so designt. So, letztes Level. Und letztes Level ist immer, soweit ich das weiß, immer ein Castle-Level. Naja, da Maze, da haben wir das Labyrinth. Nein, es ist natürlich kein Labyrinth. Weil er gesagt hat, das ist kein Labyrinth. Das könnte mich jetzt einige Zeit kosten. Also ein Fail ist hier wahrscheinlich bitter. Das ist ja mal ein geiler Abschluss, Alter. Ein Labyrinth. Oh man. Hoffentlich ist es dann nur so ein One-Screen sozusagen. Oh Gott, das ist ja riesig, das Level. Gut, da hat es der Levelerbauer am leichtesten von allen. Weil der... Ja, Alter. Soll das so eine Art Sackgasse darstellen? Okay, muss ich hier hoch vielleicht. Ja. Okay, da wird ein Stern angezeigt. Keine Ahnung warum. Aber ich scheine auf dem richtigen Weg zu sein. Oh Gott, war es knapp. Alter, und das ist auch noch so ein Riesenlabyrinth. Okay, bei Fail muss ich da, denke ich, schon schneiden, weil das ist ja riesig. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Münzen einen trollen oder nicht. Wehe, der macht da jetzt so einen Ausgang für Sperrer. Oh, nee. Ich weiß schon, was er macht. Aber okay, wir können den... Du bist so ätzend. Hä? Wie sollen wir denn das jetzt machen? Das ist eine Falle. Weil jetzt werden alle hier zumindest auch die Teile. Ach nee, die werden es nicht. Wow. Gott sei Dank bin ich vom P-Switch nochmal abgesprungen. Ja, aber dann kann ich ja nicht hoch. Wow. Okay, kurzer Cut, bis wir hier wieder sind. Das geht sonst hier nicht voran. So, jetzt sind wir an der Stelle angelangt. Und ihr seht schon, die Münzen, das habe ich nämlich jetzt gerade bemerkt, füllen in die Lava. Also das soll nur Verarsche sein. Deswegen gehen wir mal ja hier lang. Nehmen den mal nicht mit, weil ich habe keinen Bock auf den. Oh, ich habe hier üble Ahnung. Ja, nee, ich lasse es lieber. Das könnte wieder nur eine Falle sein. Dann gehen wir hier lang. Wenn Mario will. Ja, und da runter. Oh, sag nicht, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Das Level ist ja mal sowas von nervig. Das nennt man ein Endcast-Labyrinth. Na gut, so kann Bowser einen eher zum Verzweifeln bringen als mit Fallen, würde ich sagen. Das war aber jetzt mal relativ angenehm. Aber jetzt geht der Horror weiter. Okay. Ich dachte schon, er baut da was Unfaires ein, aber nee, er war fair. Und hier sollten wir uns wohl beeilen. Oh man. Okay, hier müssen wir. Ach Gott, wir sind durchgekommen. Und wir haben sogar ein Trampolin dabei, warum nicht? Das sieht alles so verwirrend aus. Ich hab mich doch geduckt, ey. Ja, Bowser. Okay, wir müssen natürlich den kleinen Weg gehen, dass wir uns schön viel aufregen. Den fast obersten. Oh Gott, ich wäre fast in die Flamme reingerannt. Ich wusste gar nicht, dass die so langsam ist. Also natürlich den nervigsten Weg, ist ja klar. Jetzt rutscht er rein. Ach, Mario. Okay. Okay, man muss klein werden. Könnt ihr mich schrumpfen, bitte? Danke.
Okay, sie müssen mich jetzt schrumpfen. Bitte schrumpft mich. Schießt mal eine Flamme hierher. Das wäre mega hilfreich. Sonst bin ich jetzt für immer gefangen. Ich will nicht für immer gefangen sein. Nein. Oh. Ich sehe ein, ich bin gefangen. Bis gleich, Leute. So, wir sind jetzt hier wieder. Ich lasse mich diesmal schrumpfen. Wobei, ich kann ja versuchen, gegen den Bowser zu kämpfen, wenn ich failen sollte, dann. Dann kann ich ja da versuchen, durch. Ja, aber warte, ja doch, man dürfte durchkommen. Aha. Nein. Oh, Alter, Leute, das ist doch ein Witz, das Level. Ach, komm schon. Geh durch, Mario. Ach, du Spaghetti-Klempner. Okay, ich gehe ganz oben einfach. Vielleicht ist hier oben auch ein guter Weg. Weil hier sieht halt alles so am besten aus für den großen Mario, sagen wir so. Wow, dieser miese Bowser. Ach so, der kämpft ja gegen Big Bowser. Okay, wir müssen nur übelst aufpassen, dass wir nicht unsere Feuerblume verlieren. Ey, dieser Assi-Bowser von da unten, ich hasse ihn. Ey, der unten ist so ein kleiner, penetranter Typ. Ich krieg noch die Kotze bei dem. Willst du mich ja, lol, jetzt bin ich in eine Sackgasse gerannt. Wow. Okay, nee, auf das leider ich keinen Bock mehr. Wenn man so einen Schrott da baut, wo man dann 10.000 Sackgassen hat und sich nochmal den Anfang quälen darf, spiele lieber ein richtiges Castle, wo es auch abgeht. Aber das andere Ding war ja voll langweilig, ey. Ich meine, da ist nicht mal was Großartiges passiert. Ah, okay, man braucht den Pilz, um da durchzukommen überhaupt. Erste Challenge, komme durch. Ohne Gegentreffer. Gemeistert. Gibt's da eine Feder? Ja. Weil eine Blume kann da ja schlecht durchkommen. Wow. Er hat Zehntausende von den Teilen eingebaut. Okay, ich sehe schon, wo das hinausläuft auf das Castle. Auch auf ein typisches unfaires Castle. Aber wir geben dem Castle nochmal eine Chance. Eine. Danach nicht mehr. Ich will, wie gesagt, nämlich noch Level von euch reinpacken. Deswegen will ich mich jetzt mit diesem 100 Mario Crap hier nicht zu sehr aufhalten. Und es ist Crap. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. 99% sind Crap. Das einzig Gute, was wir bisher gespielt haben, war dieses eine Level dort. Von dem, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Wir werden ihn dann am Ende sehen. Als ob du mich jetzt noch am Schweif getroffen hast, oder? Nee. Sorry, aber langweilig. Ich weiß, es gibt ziemlich viel, aber vieles davon würde halt einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Würde ich so ein Level pro Paar zocken, dann könnte ich auch so ein ultra nerviges und langes Level spielen, aber... Ja, was soll das jetzt? Soll es mich wundern, dass es von dem Japaner stammt? Okay, vielleicht kann man rüber, so. Ja, ganz knapp, aber dann kommen die Teile. Frage ist, was kommt nach dem Schrott hier? Oh, komm schon, das ist ja mal voll nervig. Ach so, ich soll mich jetzt dort rüber kicken lassen. Oh. Du willst mir nicht sagen, dass ich jetzt... Nein! Soll ich echt? Ach, komm schon, Hiro, willst du mich verarschen? Böser Hiro. Okay, das ist echt assi, das Level. Und jetzt? Wow, nee, danke. Ich bin jetzt gnadenlos, Alter. Ich zocke. Ja, wir haben eh schon voll viel Zeit verschwendet. Ich schaffe eh nur noch wahrscheinlich eins. Und wahrscheinlich leider nicht mehr
das, was mir neu eingeschickt wurde, weil das wurde vom Entwickler gesagt, also CD, dass es frustend und kompliziert sein kann. Deswegen wird es höchstwahrscheinlich nur noch so ein Level von René werden. Achso, der muss das da wahrscheinlich aufmachen. Danke, Bowser Jr., du warst eine nützliche Hilfe. Wow, ich habe mich schrumpfen lassen, aber dafür lebe ich noch. Eigentlich habe ich ja gedacht, die ganzen asozialen Level sind auf sehr schwer verschoben, aber scheinbar habe ich mich da getäuscht und hier sind auch noch sehr viele asoziale Level anzutreffen. Was eigentlich schade ist. Ach, komm schon. Ach so, wir brauchen den Kugelwilli. Ah, gut, dann bin ich selber schuld. Aber das, glaube ich, könnte wirklich gehen. Das Level geht klar, denke ich. Bestimmt, meistens ist es so, dass dann die Entwickler sogar so assi sind und sich das Level leichter machen, indem sie dann irgendwo so ein, wo eigentlich keiner hinkommt, weil man da nicht drauf ratet, auf so random Zeug, dass sie sich dann irgendwo was hinbauen, wo sie sich das Level ultra leicht machen. Und ja, und die Spieler machen sie halt da so einen fast unmöglichen oder sogar gar unmöglichen Parcours. Weil er nennt es zum Beispiel Super Impossible Maker. Und er sagt aber, er selber ist kein Japaner. I'm not Japanese, denke ich, will er damit sagen. Bisher ist es nicht impossible, aber ich stelle mich nur dumm an. Und das war gar nicht in seiner Bitrate, aber scheiß drauf. Auf jeden Fall, ich stelle mich nur dumm an und... ich stelle mich eigentlich nur dumm an. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich für zwei läppische Level über 16 Minuten jetzt schon da sitze. Du willst mich verarschen? Okay, ich cutte euch bis dahin. Da sind wir wieder, Leute, bei der Stelle hier. Ah, ich bin auch naiv. Lol. Wow. Jetzt nur noch an ihm vorbei einmal. Spring schon bitte, Bowser. Einmal tu mir den Gefallen und springe. Wow, dass das gezählt hat, hätte ich nicht gedacht. Ich hab doch eigentlich den schon noch berührt irgendwie, aber scheiß drauf. Geschafft ist geschafft. Nee, und so wie es aussieht, denke ich, werden wir wirklich nur noch auf... Ja, wobei, selbst wenn ich jetzt noch ein Level zocke, dann wird das, denke ich, ein ziemlich langer Part. Und vielleicht, weil vielleicht ist das nächste Level von René auch ein ziemlich fieses Level. Und dann, naja, sitze ich da vielleicht eine Überlänge dran. Ich denke, wir machen es so, dass wir jetzt dann Schluss machen. Aber dafür beim nächsten Part halt... Ja, übrigens hat sie sich halt bedankt, das könnt ihr ja selbst lesen. Und dass wir dann im nächsten Part dafür viel von euren Leveln zocken. So, jetzt können wir nochmal alle 16 anschauen. Marios Puzzle Dungeon, Japaner, Just in Time, Japaner, Japaner. Ich glaube, der eine Japaner war cool. 10 Japaner, ZR Japaner, Goomba Guide, Don't Fall Behind, das war das geile Level. Haunted Mansion, Japaner 2, Japaner, Japaner, 1, 999-9, Salta Mario, Walsemunden und Super Impossible Maker. Ja. Und da ich sehr wenige Amiibos habe, kriege ich eine. Lol, es ist sehr Sonic. Passt ja, Sonic ist eigentlich gar nicht mal so uncool, der ist schon ganz cool. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich irgendwann mal den Modus hier zocken will, weil der ist ultimativ nervig. Ich habe den auch noch nie geschafft, ihr könnt mal meine Statistikus abchecken. Ich habe den noch nie geschafft, da Abschlüsse 6-mal leicht, 6-mal normal, 3-mal jetzt schwer mit dem hier. Aber ich habe den noch so gut wie, ich habe den einmal probiert. Genau, dann beim vierten Level oder so habe ich alle 100 Marios verloren und das ist einfach so ultimativ nervig. Ja, was wir dann im nächsten Part höchstwahrscheinlich zocken werden, übrigens habe ich den da in die Favoritenliste getan, den mit diesem Don't Fall Behind, weil der echt cool ist. Ich denke mal, im nächsten Part werden wir dann alte Festung zocken und vielleicht noch mehrere Level von ihm, aber zuallererst, bevor die Level gezockt werden von ihm, von Cedi, das Villager Castle, was er erstellt hat für und mir dann geschickt hat. Ob es die extra fürs Let's Play erstellt hat, glaube ich jetzt zwar weniger, aber auf jeden Fall hat er es erstellt und hat es mir geschickt. Und das werden wir dann im nächsten Part zocken, also... Und übrigens, es startet dann doch jetzt demnächst, vielleicht sogar morgen schon, das Mario Mario Bros. U LP. Ich habe mich einfach dazu jetzt entschlossen, es doch zu Let's Playen.
dass wir einfach mal Lückenfüller haben, bis ich auf ein geileres LP komme und hoffentlich bis dann die Elgato habe und besser aufnehmen kann. Und dann können wir auch mit den Zelda-LPs durchstarten, weil ich will die halt nicht mit so Kameraqualität machen, weil Zelda ist eine sehr geile Reihe und die muss natürlich auch hochqualitativ aufgenommen werden. Deswegen, ich plane da dann so verschiedenste Zeldas und so und auch andere Spiele. Vielleicht auch irgendwas von PlayStation 3 oder so, keine Ahnung. Schreibt mir einfach in die Comics, wie ihr den Part fandet und was ihr so haltet von Mario Bros. U, wenn ich das jetzt dann Let's Play. Und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen hoch da lassen und dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Fail Mario Super Mario Maker in euren Leveln. Also bis dann, Leute, euer Andy Gamer.